Das Turnen am Seitenwärts wird begonnen von Flavio Rota aus der Schweiz. Zu den Stärken von Flavio Rota zählt unter anderem das Seitenpferd. Und während wir noch auf die Wertung am Boden warten, bereitet sich bereits Felix Aguilera aus Kuba vor. Die Wertung, meine Damen und Herren, wird von insgesamt 5 Kampfrichtern gemacht. Zu den 5 Kampfrichtern gesellt sich ein Schiedsrichterassistent, der die Wertungen jeweils auf, der die Übungen jeweils auf die Richtigkeit überprüft, das heißt auf die Anforderungen, die an einen Turner mit seiner Übung gestellt werden, auch erfüllt wurden. Mittlerweile liegt uns die Bodenwertung für Lubomir Gerasko vor, die 9,05. Und die Wertung für Flavio Rota am Seitenpferd, 9,35. Und dann ausgeführt geht es weiter mit dem Turner aus der Volksrepublik China, Wang Chongfeng. Tja, Wang Chongfeng hat uns am Seitenpferd eine, kann man sagen, Weltneuheit gezeigt. Ein sprunghaftes Leben in den Anstand mit halber Drehung auf der Pausche zum sofortigen Weiterkreisen. Bedauerlicherweise hat es nicht ganz so hingehauen, wie er sich vorgestellt hatte.
Aber dennoch kann man dabei sehr gut erkennen, dass die Turner die Weltmeisterschaften in Stuttgart bereits vor Augen haben. Mittlerweile liegt uns die Wertung für Felix Aguilera am Boden vor. Er erreichte eine 9,25. Am Seitwert bekam Wang Chongsheng ebenfalls eine 9,25. Mike Beckmann aus Gebelsberg kommt erst einmal sich auf seine Tür am Seite vor.
Damen und Herren, liegt uns die Bodenwertung für Valerie Belenki vor, die 9,65. Und auch die Wertung für Mark Beckmann am Seitpferd liegt vor 9,00. Valeri Ljukin, 21 Jahre alt, am Seitenberg. Meine Damen und Herren, nachzutragen ist noch die Bodenwertung von Silvio Koll. Er erreichte eine 9,55. Für die Bundesrepublik Deutschland am Boden Ralf Kern. Und hier noch meine Damen. Daisuke Nishikawa aus Japan sagt seine Führer am Seitenpferd. Die Bodenwertung für Ralf Kern aus der Bundesrepublik Deutschland 9,50.
Die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen hat der Boden errungen. Und jetzt sehen wir Yukio Ikitani. Bekam Mike Welle aus der DDR die Note 9,75.
Und weiter geht es an diesem Gerät mit Marius Wehrmann aus Rumänien. Noch nachzutragen. Zum einen für Lula Takac aus Ungarn die Bodenwertung 9,50. Und zum zweiten für Marius German aus Rumänien am Pauschenpferd erreichte er die Note 9,65. Und diesen Durchgang beschließen wird Patrick Mazzioni aus Frankreich.
der beste chinesische Turner bei den Olympischen Spielen in Seoul war Wang Chongsheng, den wir jetzt an den Ringen sehen. Thank you.
sind wir voll, der bei den vergangenen Olympischen Spielen mit seiner Mannschaft eine Silbermedaille gewonnen hat. An den Ringen Valeri Lyukin, er kommt im Übrigen aus Alma Mater. Er wird assistiert von seinem Trainer Edward Jarl. Eine 9,50. Und an den Ringen erreichte Valeri Lyukin eine 9,75. Daisuke Nishikawa an den Ringen. Ihm zur Seite steht Shun Fujimoto, der Olympiasieger von 1976. Mit der japanischen Mannschaft. Thank you.
importiert, sondern von Mikonori Yamaguchi erzeugt. Die Wertung für Halbkern am Pauschenwert eine 8,65. Seine Übung am Seitenpferd wird nun absolvieren, ebenfalls aus Japan, Yukio Iketan. Seitenpferd geht es weiter mit dem ungarischen Juniorenmeister Jula Takas. Thank you.
Und für Dula Takac aus Ungarn, Wertung am Tauschpferd, die 9,30. Für die Bundesrepublik Deutschland am Tauschpferd, Michael Wolfgang. Thank you.
Damit ist der zweite Durchgang mit Valeri Belinki aus der DSSR. Und schließlich noch die Wertung für Silvio Groll an den Ringen, die 9,65. Und auf der Sprung sind wir aus Japan, Daisuke Nishikawa. Thank you.
ausgestreckter Dauer. Andere bringen weiter mit Yukio Ikitani, 18 Jahre alt.
scheint der Lieblingssprung der hier anwesenden Turner zu sein. Auch Patrick Mathioni zeigte uns diesen Sprung, während sich an den Ringen steht auf der Sprung bereit.
That is okay. Come on.
abwenden können. Schon schenken, die Note 9,60 und bei
Vorsprung kam Valerie Belenki die 9,70.
Am Barren wird der Reihenwort gesetzt mit Michael Wolfgang aus der Bundesrepublik Deutschland. Wenn ein Turner das Gerät verlassen hat, wo er aufgehört hat, in dem Falle.
Tages bei Junichi Kami Tokyo, erster am Seitenpferd und erster der Sport. Thank you.
Mike Wille aus der Deutschen Demokratischen Republik.
Geht es weiter mit Felix Aguilera, der kubanische Meister von 1988, wohnt und trainiert in Havanna und wird assistiert von seinem Trainer Franco Hanke. Thank you.
9,80.
Er ist am Eck ein sehr eleganter Turner und ich glaube, wir dürfen uns alle freuen auf die Übung von Silvio Koll. Thank you.
für Ralf Kern am Rektor. Er erhielt